Warum ist die Bibel das Buch der Bücher? Weil die Heilige Schrift von Gott ist. Gottes vollkommene Wahrheit, und damit meine ich die hundertprozentige Wahrheit, findest du nicht in gechannelten Büchern oder in irgendwelcher Lektüre über Gott und das Leben. Nein, dort findest du die wirkliche, wahrhaftige, ewig gleichbleibende Wahrheit Gottes nicht. Auch nicht, wenn es dir noch so gut gefällt, darin zu lesen und das Gelesene in deinem Geist zu bewegen. Warum nicht? Weil alles, was vom Original, also von der Bibel, abweicht, nicht mehr das Original ist. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, wie er dich liebt, wie du mit ihm in Beziehung treten kannst, was er von dir erwartet, was er für dich am Kreuz getan hat, wo du deine Ewigkeit verbringst, dann findest du die wahren, echten Antworten nur in der Heiligen Schrift. Nur dort kannst du Gottes Wahrheit hundertprozentig erkennen. Alles andere hat Abweichungen und führt dich am Ziel vorbei. Vielleicht nur knapp vorbei. Aber vorbei ist vorbei. Und auch wenn sich unsere Gesellschaft verändert hat und auch wenn wir vielleicht aufgrund von Stolz, Rebellion, Besserwisserei oder aus anderen Gründen meinen, den Stein der Weisen gefunden zu haben oder unsere eigene Wahrheit kreiert zu haben, bleibt Gott trotzdem so, wie er ist. Gott passt sich nicht unserer eigenen Vorstellung über Wahrheit an. Er ändert sein Wort, seine Wahrheit nicht für uns und er passt sich auch nicht dem Zeitgeist an. Er war, er ist und er bleibt so, wie er ist, ewig. Und das ist auch gut so. Die Wahrheit Gottes findest du nur in seinem Wort, in der Bibel, in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, in dem Buch der Bücher. Im 2. Timotheus 3, 16 und 17 steht: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von der Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Also, gib dem Buch der Bücher, der Heiligen Schrift, eine Chance. Sie ist so wertvoll, so bedeutungsvoll und so wichtig für dich und dein Leben.